Egal um welche Wahl es in diesem Jahr ging, fast immer war sie das bestimmende Thema. Die Alternative für Deutschland, die AfD. Und fast immer war das Ergebnis, die AfD hat zugelegt, was Wählerstimmen angeht. Und jedes Mal wurde die Frage gestellt, wie kann das sein? Wo kommen diese Wähler her? Wer wählt die AfD? Bei der Europawahl, in Sachsen, in Brandenburg und auch zuletzt in Thüringen. Auf diese Frage gab es auch viele Antworten. Schlaue Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht. Im Internet findet man jede Menge dazu. Aber hier in diesem Video spekulieren wir nicht, sondern wir halten uns an Zahlen und Fakten. Wer wählt die AfD? Genau darum geht's jetzt. Es sind Zahlen, von denen andere Parteien momentan nur träumen können. Plus 17,7 Prozentpunkte in Sachsen, plus 11,3 Prozentpunkte in Brandenburg und plus 12,8 Prozentpunkte in Thüringen. Das sind die Bilanzen der Wahlen der vergangenen Monate. Die AfD hat überall ordentlich Stimmen dazugewonnen, mehr als jede andere Partei. Und man könnte schon fast davon sprechen, dass die AfD zumindest im Osten eine Volkspartei ist. Unter Politikwissenschaftlern ist diese These sehr umstritten, aber davon mal abgesehen kann man unterm Strich festhalten, die AfD schafft es, jede Menge Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Aber wie macht sie das? Wähler fallen ja nicht einfach vom Himmel. Wenn man diese Frage einfach mal in einer beliebigen Suchmaschine eingibt, dann kommt man auf jede Menge Ergebnisse. Zum Beispiel auf eine Studie der Abteilung für medizinische Psychologie und Soziologie an der Uni Leipzig, die herausgefunden hat, AfD-Wähler sind offenbar besonders ich-bezogen und haben eine sehr hohe Meinung von sich. Übrigens ähnlich wie Wähler der Linken, sagt zumindest diese Studie. Man findet auch eine andere Studie, die behauptet, AfD-Wähler hätten einen niedrigen IQ. Allerdings haben die Macher dieser Studie gegenüber den Kollegen von korrektiv.org später zugeben müssen, naja, so ganz repräsentativ ist das nicht und wir haben da irgendwelche beliebigen Daten zusammengeschmissen. Letztendlich war das vor allem PR in eigener Sache für das Unternehmen, das diese Studie veröffentlicht hat. Aber davon mal abgesehen, ist es auf jeden Fall interessant, sich verschiedene Studien anzuschauen und sich vor allem Zahlen anzuschauen. Zahlen der vergangenen Wahlen und zwar nicht nur der vergangenen 2-3 Wahlen, sondern der Wahlen in den vergangenen Jahren. Das habe ich mal gemacht und ich würde sagen, es gibt vor allem 4 Merkmale, die den typischen AfD-Wähler kennzeichnen. Erstens, AfD-Wähler waren oft politikverdrossen. Wichtig dabei ist die Betonung auf dem Waren, denn inzwischen sind die AfD-Wähler offenbar zumindest nicht mehr so politikverdrossen, als dass sie zur Wahl gehen und ihr Kreuz machen, nämlich eben bei der AfD. Keine andere Partei konnte bei den Wahlen der vergangenen Jahre so viele Stimmen von ehemaligen Nichtwählern abstauben wie die AfD. Gerade in diesem Jahr, wenn wir uns das mal anschauen, 118.000 ehemalige Nichtwähler in Brandenburg, 81.000 ehemalige Nichtwähler in Thüringen, viermal so viel übrigens wie bei der SPD und 250.000 in Sachsen. Das sind ganz schön hohe Summen, die die AfD da an Nichtwählern auf sich vereinen konnte und das sorgt natürlich auch für steigende Prozentpunkte. Ganz offensichtlich gelingt es der AfD deutlich besser als anderen Parteien, Menschen davon zu überzeugen, wieder wählen zu gehen oder überhaupt mal wählen zu gehen. Und die AfD schafft es, viele Wählerinnen und Wähler anderer Parteien an sich zu binden, gleichzeitig aber kaum Wählerinnen und Wähler an andere Parteien zu verlieren. Auch das zeigen die Zahlen. Warum? Politikwissenschaftler sagen, das hängt vor allem damit zusammen, dass die AfD bisher immer in der Opposition ist. Aus der Rolle der Oppositionspartei kann die AfD natürlich immer viel kritisieren, kann sagen, wir machen es besser, aber beweisen muss sie sich noch nicht so richtig. Das kann man unter anderem auch an der Linken feststellen, die in der Vergangenheit immer wieder davon profitiert hat, dass ehemalige Nichtwähler sie gewählt haben. Und die AfD nutzt dieses Bild auch. Sie bezeichnet die anderen etablierten Parteien als Kartellparteien, als Altparteien und stellt sich, das sagt ja schon der Name, als Alternative dar. Als eine Partei, die nicht aus dem Establishment kommt, nicht aus dem Mainstream kommt und die es anders macht. Dass das funktioniert, sieht man auch in anderen Ländern. Emmanuel Macron, obwohl aus dem Establishment kommend, hat sich auch als ein neuer, frischer Kandidat dargestellt und wurde zum Präsidenten in Frankreich gewählt. Donald Trump war jemand, der davon stark profitiert hat und auch Bolsonaro zum Beispiel in Brasilien. Also dieses Image des Newcomers, der alles besser macht, das haftet der AfD immer noch an und davon profitiert sie mehr als andere Parteien. Vor allem, wenn das nächste Kriterium noch zutrifft. Nämlich zweitens, strukturschwache Gegenden. Eine Legende über die Wähler der AfD geht so. Das sind Leute, die schlecht gebildet sind, wenig verdienen oder gar keinen Job haben und sagen, Deutschland zuerst, Ausländer sollen nicht das bekommen, was ich auch bekomme. Das stimmt allerdings nicht so wirklich. Wenn man sich mal die Wählerstruktur der AfD bei den vergangenen Wahlen anschaut, stellt man fest, die Hauptwählerschaft der AfD besteht nicht aus Arbeitslosen oder Menschen mit einem niedrigen Einkommen, sondern aus Menschen mit einem mittleren Bildungsabschluss und mit einem durchschnittlichen Gehalt. Die verdienen nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel.
Allerdings kommen sie auch aus bestimmten Berufsgruppen. Das sind vor allem Arbeiter, Facharbeiter, Selbstständige. Menschen, die immer wieder zweifeln, ob es so weitergeht wie bisher und die immer Angst haben, sozial abzurutschen, denn es könnte sich ja mal etwas ändern. Es gibt Gegenden in Deutschland, da muss man sich vergleichsweise wenig Sorgen machen, dass so etwas passiert. Die Rhein-Main-Region rund um Frankfurt zum Beispiel oder die Rhein-Neckar-Region rund um Mannheim. Dann gibt es da aber zum Beispiel auch Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen oder die Sächsische Schweiz in Sachsen. Dort ziehen sich immer mehr Unternehmen zurück, Leute ziehen weg, die Infrastruktur wird schlechter oder wird nicht weiter ausgebaut und die Menschen bekommen das Gefühl, irgendwie baut hier alles ab. Und das könnte mich auch persönlich betreffen. Die Menschen bekommen Angst vor einem sozialen Abstieg und wählen unter Umständen die AfD. Das zeigt zumindest die Analyse der vergangenen Wahlen. Je schwächer die Region, je strukturschwächer die Region, desto stärker die AfD. Zumindest im Durchschnitt. Das zeigt unter anderem auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Das hat herausgefunden, strukturschwache Regionen sorgen dafür, dass die AfD stark wird oder auch stark ist. Warum? Naja, auch hier kann die AfD sagen, wir haben mit der Vergangenheit nichts zu tun, mit dem, was die anderen Parteien da gemacht haben. Wenn ihr uns wählt, dann wird es aber besser. Wir sind die einzige Partei, die weiß, wie es wieder nach oben geht. Politikwissenschaftler sagen, genau deshalb ist die AfD auch im Osten besonders stark, denn dort gibt es tendenziell mehr strukturschwache Regionen als im Westen. Und aus diesen Regionen ziehen übrigens auch besonders viele Frauen weg. Und genau damit sind wir schon bei Punkt Nummer 3. Männlichkeit. Die AfD präsentiert sich zwar offiziell als eine Partei, die beide Geschlechter vertritt, aber gewählt wird sie vor allen Dingen von Männern. In Thüringen zum Beispiel haben 28% der wahlberechtigten Männer ihr Kreuz bei der AfD gemacht, aber nur 17% der Frauen. Und bei der Bundestagswahl 2017 haben fast doppelt so viele Männer wie Frauen in ganz Deutschland die AfD gewählt. Womit hängt das zusammen? Experten sagen mit zwei Dingen. Zum einen setzt die AfD auf Themen, die wohl vor allem Männer ansprechen. Und zum anderen gibt die AfD nach außen ein Bild ab, das auch vor allem Männer anspricht. Allein die Zusammensetzung der Bundestagsfraktion zum Beispiel. Nur 10% der AfD-Abgeordneten sind Frauen. Deutlich weniger als bei allen anderen Parteien. Allerdings muss man auch hier mit einem Klischee aufräumen. Nämlich mit der Behauptung, die AfD wäre die Partei der sogenannten alten weißen Männer. Der Männer ja, wie gesagt, aber der alten weißen nein. In Westdeutschland vielleicht teilweise schon, in Ostdeutschland überhaupt nicht. Wenn man sich zum Beispiel mal die Wahl in Thüringen anschaut, dann sieht man, die AfD war bei allen unter 60-jährigen Wählerinnen und Wählern die stärkste Kraft. In allen Altersgruppen hat die AfD am besten abgeschnitten, nur bei den über 60-Jährigen nicht. Also sozusagen bei den alten weißen Männern. Und auch bei den anderen Wahlen im Osten war das so. Auch da lag die AfD bei den unter 60-Jährigen fast überall vorne. Auch bei den ganz Jungen, bei den unter 30-Jährigen. Ja, und dann gibt es da noch einen ganz wichtigen und entscheidenden Punkt, nämlich Nummer 4, die politische Einstellung. Der Chef des Meinungsforschungsunternehmens Forsa, Manfred Güllner, sagt dazu: Die Wähler der AfD sind in den ostdeutschen Ländern eine recht homogene, verschworene Gemeinschaft, die großes Misstrauen gegenüber anderen Menschen, eine Verachtung des gesamten politischen Systems und eine große Anfälligkeit für völkisches Gedankengut eint. Ja, und die Studie der Universität Leipzig, über die ich am Anfang kurz gesprochen habe, kommt zu dem Ergebnis, dass AfD-Wähler einen, Zitat eines der Studienleiters, Hang zum Autoritären haben und sich nach starken Führungspersönlichkeiten sehnen. Auch das kommt zu diesem Profil dazu. Falsch wäre zu sagen, jeder AfD-Wähler ist rechtsextrem und will einen Führer in Deutschland haben. Aber auch falsch wäre zu sagen, AfD-Wähler kommen alle aus der politischen Mitte und wollen nur eine bessere Demokratie. Der Anteil derjenigen, die Ausländern gegenüber ablehnend bis feindlich eingestellt sind oder die offen rechtsextreme Gesinnungen nach außen tragen, ist unter AfD-Wählern besonders hoch. Das ist das Ergebnis einer Studie des Zentrums für Rassismus- und Demokratieforschung an der Uni Leipzig, der sogenannten Autoritarismus-Studie. Ich habe die euch auch mal unten in der Infobox verlinkt. Dort heißt es unter anderem, unter AfD-Wählern gibt es besonders viele extrem Rechte. Deutlich mehr als bei den Wählern anderer Parteien. In Thüringen kann man das auch ganz gut beobachten an der Wählerstruktur. Dort gab es einen Spitzenkandidaten namens Björn Höcke. Kennt ihr vermutlich inzwischen. Björn Höcke ist einer der wichtigsten Vertreter des sogenannten Flügels der AfD. Er tritt in seinen Reden immer wieder nationalistisch, teilweise auch völkisch auf. Und ein Viertel der Wahlberechtigten in Thüringen oder der Menschen, die zur Wahl gegangen sind in Thüringen, hat der AfD mit diesem Spitzenkandidaten in Thüringen eine Stimme gegeben. Das zeigt schon eine gewisse Tendenz auf. Nochmal, man kann ja nichts pauschalisieren, aber eben eine Tendenz gibt es.
Das heißt, wenn man den typischen AfD-Wähler beschreiben wollte, dann wäre er vermutlich im mittleren Alter, er wäre männlich, käme aus einer strukturschwachen Region, hätte ein durchschnittliches Einkommen und wäre zumindest offen gegenüber nationalistischen Ansichten. Aber wie gesagt, pauschalisieren kann man da natürlich nichts und mich würde mal interessieren, wie seht ihr das denn? Würdet ihr das bestätigen oder sagt ihr, nein, nein, das ist ganz anders? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Quellen gibt es wie immer in der Infobox. Ich habe einige Studien verwendet, die ich hier ja auch schon teilweise zitiert habe. Die man öffentlich findet im Netz, die habe ich euch unten verlinkt. Lasst uns bitte fair über dieses Thema diskutieren. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, aber ich habe versucht, sachlich zu bleiben und es wäre schön, wenn ihr das auch macht. Hier neben mir geht es weiter mit einem aktuellen Video von mir und direkt darunter findet ihr ein spannendes Video der Kollegen von Reporter. Die waren bei einer Vorlesung von Bernd Lucke, AfD-Gründer. Inzwischen ist er nicht mehr in der AfD. Und was da bei dieser Vorlesung abging, das erfahrt ihr unten in dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.